Hey, 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 YouTube. Ich lebe immer noch in Ark Hardcore. Wenn ihr keine Highlights verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und dann geht das los hier mit dem Aal. Versteht ihr das? Danke. Wir machen heute mehrere Höhlen. Zwei, denke ich. Und dafür müssen wir ein paar Sachen vorbereiten. Wir brauchen ein paar Gewächshäuser. Nicht viel, nicht viel, nicht viel. Gewächshaus. Guck mal, da können wir schon mal ein paar Sachen von freischalten. Wir brauchen nämlich Zitronen, wir brauchen Karotten und wir brauchen wohl oder übel auch Mais. So, wie sieht das aus hier an der Front? Noch nichts durchgegangen, ne? Ist egal, das können wir so stehen lassen. Oh, jetzt bin ich abgeflogen, weil Fliegen verboten ist in den Höhlen. Nicht wundern, ne? Das ist hier noch alles von einem Tutorial. Können wir auch nicht nehmen, es sei denn, ich sorge dafür, dass mir die Strukturen gehören. Bin ich mal gespannt, ich bin hier sonst immer nur mit Scuba reingegangen. Jetzt ist eigentlich schon der spannende Teil, ne? Ich glaube, ich muss Helena ausmachen, weil die wird mich nerven gleich. Oh, das ist in der Tat ein Problem. Holy, was ist da denn los? Mach ich das jetzt am besten? Das geht, cool. Kann ich da mal irgendeins von anschießen? So, wir wollen die mal kurz wegmachen. Ich treffe nichts mehr. Ich treffe nichts mehr. So, jetzt haben wir ein Problem. Ich muss jetzt gegenheilen mit Essen. Ich habe zu wenig Essen mitgenommen und ich muss mit den Tränken gegenheilen. Weil wir müssen jetzt mal die 70 Sekunden komplett hier und zielen, damit wir nicht sterben, weil ich jetzt die Rabbies habe. Also diese Krankheit. Seht ihr auch, mein Kopf läutet so ein bisschen, ne? Das soll eigentlich nicht passieren. Das wird auch nicht weiter passieren eigentlich, hoffentlich. Jetzt dürfen wir nur nicht den Fehler machen wie beim Wolf damals, dass ich den zu früh rausdroppe und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit dem Megatheum hier, wie gesagt, gut hinkriegen. So, jetzt müsste es klappen. Weg. Und wir sorgen mal kurz dafür, dass wir uns den Buff holen. Haben wir nicht den Buff bekommen? Doch, jetzt. Okay, da geht's zum Beispiel rüber. 5 ist der Fallschirm. Da sind wir drüben. Ich glaube, raus wird eher das Problem, ne? Guck mal, da sind so viele... Alter, sind hier viele Dings. Ja, wenn ich sterbe, dann... durch die Rabbies, also durch die Krankheit. Anders auf gar keinen Fall. Warte mal, muss man da hoch? Achso, nee, es geht hier rum. Okay, ich sehe, wie gesagt, sehr, sehr wenig. Problem ist halt, wenn die hinten rankommen. Sehr gut, wir können halt super strong stompen einfach. Hier könnte das schwierig... Alter! Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir, nicht von hinten. Wichtig, wichtig, wichtig und richtig. Ja, hoch wird halt das Ding, aber wenn wir das gut klären, dann kann ich mich hier mit dem Enterhaken hochziehen und wir sind raus, bevor da irgendwas passiert. Weil hoch... wir haben, glaube ich, das Glück, dass das Megatheum groß genug ist und immer so kleine Jumps macht nach vorne und dadurch dann ganz gut über die Lücken rüberkommt. Wir haben noch den Buff, ne? 60 Sekunden, jetzt muss ich mal kurz Gas geben. Wir holen nochmal kurz den Buff von dem Skorpion, dass der wieder hochgeht. Dann können wir super viel Schaden machen wieder. Problem ist halt immer, wenn die von hinten kommen. Ja, verdammt. Ich fighte jetzt mit den Rabbies und versuche nebenbei mich zu healen. Achte ein bisschen aufs Leben. Also ich würde jetzt gerne die Medical Brews ein bisschen versuchen aufzuteilen, dass ich nicht zu viele nehme auf einmal. Ich war da eben sehr verschwenderisch mit. Guck mal, jetzt nehmen wir noch eine. Dann passt das. Dann kommen wir mit 2, 3 durch. Versuchen wir rückwärts rein. Also, ne, so mäßig parken. Was ist das? Obsidian. Wir haben das Artefakt. Sehr schön. Auf geht's nach oben. Mal gucken, wie weit wir kommen und dann versuchen wir mit den Grappling Hooks zu arbeiten. Das wird jetzt der tricky Part hier. Wie mache ich das jetzt am besten? Okay, es läuft einfach rüber. Strong. Also Ziel, ne, für mich jetzt erstmal so weit wie möglich hochzukommen, damit ich möglichst wenig fliegen muss mit den Enterhaken. Da oben müssen wir hin. Das könnte jetzt hier der kritische Part werden, glaube ich, hier rüber zu kommen. Hier bin ich auch, glaube ich, mal mit Skipper abgestürzt. Bin mir nicht ganz sicher. Oder sollen wir ihn einkrügeln und wir ziehen uns rüber? Ja, die Longshot-Rifle wäre natürlich schlau gewesen. Die hatte ich ja auch schon mal hier in der Höhle eigentlich. Dann holen wir uns halt die Rabbies wieder ab. Haben wir den Buff jetzt mal? Ja, haben wir. Dann geht das doch alles schon viel besser jetzt hier. Alter, sind das viele. Die Spawn-Rate ist auf Hardcore höher. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich würde spontan sagen, ja. Wenn wir jetzt nicht die Rabbies kriegen, dann weiß ich auch nicht wann. So, das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ganz, ganz super duper vorsichtig. Bei Lava böse. Lava böse, böse, böse. Dann können wir die mal kurz ranholen auf den Meter. Und dann machen wir die dann mal platt. Jetzt sehe ich halt aber nichts, weil mich das Licht unglaublich blendet auch von vorne. Das ist meiner Softbox. Ja, da wäre ich komplett falsch gelaufen, Digga. Das war doch jetzt eigentlich so mit der riskanteste Teil jetzt hier drin, oder nicht? Vom Gefühl her. Ach, die Onyx sind krass. Also die Spawnraten sind auf jeden Fall safe höher bei Hardcore. Stand zwar nichts von in der Beschreibung, aber
Bin ich mir ziemlich sicher. Ach, das war das Ding. Ach, verdammt. Ja, das ist der kritische Teil eigentlich hier in dem... Okay, okay, okay. Dann regeln wir das mal kurz. Oder hoffen, dass wir das geregelt bekommen. Wir ziehen die mal ran hier, ne? Auf den Meter. Die kommen ja freiwillig. Wir haben jetzt halt nur keinen Buff mehr durch die Dings. So, jetzt haben wir einmal die Revies bekommen. Ziemlich spät. Gucken wir das Leben an. Sieht gut aus. Ich hier so langsam gegen, ne? Wir machen nichts doll. Es kommt ja gerade nichts, deswegen kann ich jetzt hier easy machen. Ach so. Hallo. Einfach wie OP Megatherien in Höhlen sind, kommt natürlich auf die Höhle an. Ne? Die sind natürlich strong, aber auch gerade mit den Onyx hier und so, das ist auch eine fiese Liese, kann man nicht anders sagen. Aber gerade mit dem Buff natürlich, ne, durch die Käfer, / Skorpione, ist das natürlich übel krass. Wir holen einmal das Megatherium hier raus. Let's go, der Hase. So, jetzt haben wir zwei Optionen. Wir gehen links oder wir gehen rechts. Wir gehen einmal links für den hier und buffen uns einmal kurz. Nehmen wir mal eine Ex... Yo! Spider-Man ist auch da. Habt ihr gesehen? Da sind jetzt Skorpione. Da ist ein Skorpion drauf. Da kommt auch noch ein Skorpion. Das verbrennt jetzt aber, glaube ich. Ja, das sieht gut aus für uns. Hat es einfach rausgeschafft. GG. Zwei Stück direkt. Eins. Zwei. Feierabend an der Stelle für euch. Stille Treppe. Tschüss. Da frage ich mich tatsächlich, ob man das abbauen kann. Na, nichts leichter als das an der Stelle. Kommt man hier durch? Hier kommt man auch durchgewuppt. Jetzt müssen wir mal kurz... Genau. Das ist nämlich jetzt das Problem da hinten. Das Ding wollte ich auch gucken. Da hängen nämlich noch ein paar Onyx rum. Und die würden mich ja sonst wegmachen. Dementsprechend versuche ich jetzt da nochmal auch rüber zu ballern. Dass wir das Problem mal kurz geklärt kriegen hier. Ein für alle Mal. So. Feierabend. Stille Treppe. Stille Treppe für euch beide auch noch. Wo kommt ihr eigentlich her? So viele? Da oben ist auch noch was. Wir müssen das kurz richtig clearen hier, dass es wirklich einmal kurz clean ist. Wollt ihr nicht oder wollt ihr mich rollen hier gerade? Kann ich da mit dem Fallschirm rüberspringen so? Oh! Jo, 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 Monsieur hat es geschafft. Das Artefakt haben wir zumindest mal. Und da ist der Argent Tavis. Wir können direkt einen Jump drauf machen. In die Luft und Abfahrt. Geil, haben wir geschafft.